Willkommen, Leute, zu Dead Space 3, aber leider mit einem kleinen Problem, nämlich ich muss diese Folge nachkommentieren, denn technische Probleme gab's, ich hatte nur in meinem Soundaufnahme nur ein Rauschen, deswegen, ich hatte die Folge schon hochgeladen, aber leider ist mir das zu spät aufgefallen, weil später dieses Rauschen kam, da habe ich das rausgenommen und mach's neu. So, aber kommen wir jetzt zum Spiel. Ich habe eine neue Waffe, vielleicht könnt ihr die jetzt schon sehen. Das ist wie unsere Standardwaffe, die ich die ganze Zeit benutzt habe, die Missionar, nur dass ich unten da Telemetriebolzen habe. Und mal sehen, wie ich mich damit anstelle. Denn ich wollte natürlich mehr Waffen herstellen und auch schlagkräftige, aber leider fehlen mir erstmal Platin. Doch vorerst müssen wir unser Shuttle nämlich mit Benzin, Treibstoff versorgen und das werden wir auch natürlich auch gleich machen. Wenn es langsam losgeht, ja, geht. So, und dann öffnen wir mal die Tür. Oder? Ja. So, natürlich, klar, Leiter hoch. An der Stelle sind wir auch zuletzt auch stehen geblieben. Ich hatte nur zu dem Zeitpunkt auch noch eine kleine Pause und habe mir die Waffe fertiggestellt. Ja. Geräusche wie beim letzten Mal. Und natürlich geht's heiß her. Klar, ihr seht, die Waffe ist erstmal nicht stark genug. Ich hoffe, mit den Platinen wird's besser. Und ich habe noch einen kleinen Elektroschaden noch zusätzlich integriert. Aber davon lassen sich die Nekromorphe auch nicht beeindrucken. Was mich ein bisschen stört. Denn schließlich will ich ja, dass sie beeindruckt werden. überall diese Geräusche, ständig diesen Ärger. Ja, ja, war ja klar. Und der nächste. Und stirbt durch meinen Plasma-Cutter. Also in der Hoffnung. Ja, natürlich. Also die Plasma-Cutter ist stark, aber auch nicht. Obwohl, ich nehme es jetzt zurück. Also mit dem Telemetriebolzen in meinem Plasma-Cutter ist das gar nicht mehr so schlecht. So. Schön aufspießen, wenn der mal so gut klappt. Aber ich glaube, da muss ich die Feuerrate erhöhen. Oh, da hören wir wieder ein Geräusch. Ja, ist natürlich oben, denke ich mal. Ja, ja, ist über mir. Genau, Geländer hoch. Und irgendwo müsste da unser Bot dann, ja, seinen Einsatz haben. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich das nachkommentieren muss. Ich finde nachkommentieren immer schwerer als, sag ich mal, mit dem Video zusammen aufzunehmen. ja, aber die Technik versagte leider und ich will trotzdem diese Folge hochladen. Schließlich sollt ihr nichts verpassen. Und ich weiß, dass gleich noch Stress geben wird. Das kann ich euch schon mal jetzt versprechen. Ja, natürlich als erstes, was ich immer tue, ihr kennt das ja, abgrasen. Ne? Munition muss sein. Ja, da ist die Tankstation. Ja, natürlich, klar, bevor ich das mache, mitnehmen. Alles gut mitnehmen. Medipacks habe ich natürlich wieder viel. Und eine Platine diesmal auch. Ich glaube, man kann auch im Nachhinein auch Platinen herstellen. Das muss ich mal auch mal gucken. Vielleicht reichen so die Ressourcen. Könnte vielleicht mal ein, zwei Platinen herstellen. Starke. Ja, ihr seht wieder zu viele Medikits. Also ich meine, kann mich ja kaum retten von den Dingern. So. Was ich weiß, manuell muss man es eingeben. Und ich bin nicht direkt erstmal hintergekommen. Oh, ich glaube, jetzt habe ich was vorweg rausgenommen, oder? Geht's? Nee, stimmt. Man muss ja erstmal diese Tanksäule bereitstellen. Oder einen Schlauch, oder weiß Gott was ja. Und dann dachte ich manuell, einfach nur Knöpfchen drücken. Nee, manuell heißt natürlich, wie das Wort auch sagt, manuell. Per Hand. Ja. Bin ich aber zu spät draufgekommen. Wie ihr seht, ich laufe zurück. Ne, Depp vom Dienst. Denk hier nochmal Knöpfchen drücken. Ja, er zeigt mir auch schon eigentlich das Display schon, was zu tun ist. Und wofür haben wir natürlich die tolle Chinese. Ja, wie ihr seht, zack, da ist auch ein Pfeil dran. Ich hätte nur noch höher gucken müssen. Naja. Ist so, natürlich wieder Geste. Au, war klar. Oh, stirb. Die Waffe ist aber eigentlich gar nicht mal so schlecht, die Missionar. Der nächste. Ja, den treffe ich natürlich nicht. Da nun ein Arm, da wieder daneben. Naja.
Deswegen, ich muss gucken, dass ich den Clip erhöhe, damit ich mehr Bolzen habe. So, ich glaube, getankt ist der, oder müsste ich jetzt Knöpfchen drücken? Das habe ich jetzt selbst vergessen. Ja, war klar. Also die sind echt überall. War klar. Ja. Da wollte ich eigentlich beide treffen. Ja, natürlich jetzt die Optimese. Wegsterben wollen sie auch nicht. Der Kollege liegt unter mir. Ah, da ist er. Weg ist er. Ja, dafür lebt da noch der andere. Oder war es derselbe? Weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich komme noch oft durcheinander. Weil es nun mal zu viele sind. Aber gut, ich meine, aufgetankt müsste das Ding jetzt gleich sein. Oder muss ich noch einmal aktivieren? Ja. Okay, der Tank ist voll. Versuch's nochmal. Schon besser. Okay, ich versuche den Shuttle-Antrieb testweise zu zünden. Geh in Deckung, es könnte heiß werden. Ja, heiß werden. Dämliche Uhrzeittechnik, ich hab kein... Oh, Isaac, ich habe, glaube ich, gerade die Startsequenz initiiert und weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Du hast was? Los, verschwinde da, bevor du gerüstet wirst. Wie soll's auch anders sein? So, warum soll's gut laufen? Denn schief laufen ist doch am besten. Da kommt doch Stimmung auf. Warum? Und wenn ihr denkt, das ist schon bescheiden, dann seht mal, was gleich noch kommt. Das Gute dabei ist, die Necromorpher mögen anscheinend das Feuer nicht. Ja, finde ich gut. Denn da kommt gleich die Turbine. Ja, da ist die Turbine und ich glaube, gleich kommt ein Kollege. Und zack, geröstet. Ja, ich meine, das ist gut. Ich meine, das fand ich gut zu meinem Vorteil. Ja, hier wollte ich eigentlich das Item schnappen, aber dauernd habe ich diese Eispickel irgendwie in der Hand bekommen. Bis ich mir dachte, ach komm. Käse drauf, lauf rüber. Zack. So, jetzt kommt der nächste. Was, glaube ich, nicht so ganz geklappt hat. Da muss ich leider doch selber schießen. Und weg ist er. Ja. Wie soll's sein? Natürlich einer dieser Unbesiegbaren. Da habe ich echt das Kotzen gekriegt. Aber da dachte ich mir, ich bin so pfiffig. Und mach so wie im ersten Teil. Ja, erstmal natürlich ins Feuer reinlaufen. Ich habe mir gedacht, im ersten oder zweiten Teil, keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich zerstückle ihn und er wird vom Feuer gegrillt. Aber ihr seht, er konnte jetzt schon vorbeilaufen. Also, Satz mit X war wohl nix. Jetzt kann ich rüberlaufen, komm. Ja, ich habe gedacht, irgendwie er wird davon beeindruckt, aber ihr seht, es passiert nix. Habe ich mich ein bisschen aufgeregt und dann dachte ich mir, nimmst du jetzt mal die Beine in die Hand. Ja, jetzt aber schnell. Dann die Leiter runter. Ja, ja. Das war schon richtig von mir. Ich war mir nur nicht sicher. Startprotokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit Systemcheck. Ja. Natürlich taucht er da auch wieder auf. Da muss ich erstmal nicht wohin. Klar, einen Lift holen. Und irgendwo kommt gleich der Kollege, aber der ignoriert mich. Glaube ich. Ja, seht ihr, das fand ich so geil. Jetzt habe ich natürlich was vorweggenommen, aber ich fand das so geil, der ignoriert mich. Aber der ist ja so schlau und klettert dann auch wieder hoch, glaube ich. Weil wie wir wissen, sind es, glaube ich, zwei Stück gewesen. Ja, waren zwei, ja zwei. Und irgendwo begegnet ich den. Zack, direkt hinter mir begrüßt. Ja. Wurde da, glaube ich, reingeschubst. Ja. Richtig viel Damage abgekriegt. Ey, und denen passiert gar nichts. Oh, da ist der nächste, da ist der andere Kollege. Weil irgendwie müsste ich nämlich in den kleinen Lüfter und dann rüber. So, ich fand's aber jetzt witzig. Ich hab ja auf. Das Schleusentor klemmt! Wenn das Shuttle startet, bevor es sich öffnet. Verdammt! Okay, ich sehe mir den Antrieb an. Ja, also ich fand's witzig, ich hatte ja vorhin auf den Typen draufgeballert wie bekloppt, aber er wollte irgendwie nicht zerstückelt werden, keine Ahnung. Ich kann euch nur sagen, ich war ein bisschen unter Stress. Ein bisschen ist gut. Ich war eigentlich gut.
im Stress. Weil ich mir dachte, jetzt brennt es überall und die kommen uns hinterher. So habe ich gedacht, passiert es überall. Ist doch nur herrlich, oder? Ist doch nur genial. Ja, ich will schnell die Luke auf und dann abhauen. Ja. Ich glaube, der kam jetzt von irgendwo rausgesprungen. So. Natürlich, was macht man in der Panik? Erstmal Schränke einsammeln. Also, was der Schränke, ich meine, der Inhalt der Schränke. Flugsysteme bereit. Systemcheck abgeschlossen. Ja, eine kleine Verschnaufpause. Ich sag ja, ich hätte kotzen können. Aber was jetzt kommt, wird noch geiler. Ist das nicht herrlich? Ja. Das heißt, wir haben noch eine kleine... Da steckt was im Antrieb fest. Sieht nach militärischer Munition aus. Ich versuche es rauszuholen. Sprengstoff. Oh Gott, sei bloß vorsichtig, Isaac. Eine spezielle Aufgabe, und das heißt, wir benutzen die MG. Das wollte ich euch gerade gesagt haben. Fand ich tierisch geil, meine MG zu benutzen in Dead Space. Das heißt, wir mussten einfach nur dieses Ding da explodieren lassen und das war's. Isaac, das Shuttle wird jede Minute starten. Was ist mit dem Tor? Der Antrieb hakt immer wieder. Ich versuche ihn so schnell wie möglich frei zu bekommen. Ja, das heißt, wir mussten ihn ständig befreien und natürlich auch den Necromorph aufhalten. Und das Lustige ist, hier sind sogar mehr als zwei von diesen unbesiegbaren. Also wir hatten anscheinend eine ganze Armee. Ja, ich muss mich hier durchballern und gleichzeitig versuchen, alles zu befreien. Und ich glaube, in einem kleinen Abschnitt wird das für mich zu heftig. Oh Gott, der finale Countdown hat begonnen. Isaac! Ich bin fast da. Das Scheißteil hat sich im Antrieb verkeilt. Ja, also kommt schon nah die Necromorpha. Es wird auch heftig. Und eine Explosion. Ja, war ja klar. Ein verdammt scheiß Tag für Isaac. Definitiv. Na. Und? Ja. Leere im All. Geschafft. Er hat's geschafft. Gut gemacht. Gott sei Dank, Isaac. Okay, dann bereiten wir die Dockingbucht mal auf das Shuttle vor. Isaac, wir sehen uns, wenn du zurück bist. Ja. Da sage ich nur Dankeschön und die Siegesfeier könnt ihr direkt auch für mich vorbereiten. Ich meine, das war ja schon heftig. Das heißt, konnten wir, glaube ich, jetzt zum Shuttle zurückfliegen. Schön ist, da sind die Minen und die verfolgen uns sogar. Ich meine, eine geile Idee. Können aber auch lästig werden. Das meine ich, die verfolgen uns. Bis die vielleicht irgendwann mal explodieren. Ich weiß es nicht, wie es abging. Ich habe mir gedacht, ja toll, die ganze Zeit muss ich bewegen. Warum diese Necro-Schleim-Dinger da sind, weiß ich nicht. Vielleicht um uns auch ein bisschen aufzuhalten. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht spucken die Items raus. Oh, oh. Items raus. Aber war wohl nix. Ja, ist aber ganz schnell weg. Ja. Irgendwo habe ich hier die Orientierung verloren gehabt. Ich meine, sogar jetzt, wenn ich mir das im Nachhinein anschaue, weiß ich immer noch nicht, wo ich hin muss. Aber es ging. Ich glaube, ja, da sieht man das schon. Ich glaube, ich erkenne es wieder, wo lang ich muss. Samt der Mine, die mich verfolgt. Mal nebenbei erwähnt. Das Piepen war jetzt nicht nervtötend. Es hieß nur dauernd, entweder gehst du oder ich komme und es wird schlecht ausgehen. Das habe ich natürlich gemacht. Wollte ich. Aber ist halt alleine explodiert. So, das heißt, zum Shuttle wollte ich. Jetzt habe ich schon wieder die Orientierung selbst verloren. Ah, okay. Und? Wie sieht das Shuttle aus? Dieses Ding braucht mehr als nur Hüllenteile. Der Backbordantrieb fehlt. In der Nähe der Greeley ist ein kleines Wrack. Könnte ein Shuttle sein. Das sollten wir uns mal ansehen. Rosen, Locke, machen Sie sich fertig. Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Bein schmerzt immer noch. Ich bitte Sie ja nicht, Kunststücke vorzuführen. Und jetzt Bewegung. Okay. Rosen, wir treffen uns dort. Wenn Sie es sagen. Ja.
Das heißt, glaube ich, jetzt einen Antrieb besorgen. Ist eigentlich leichter als gesagt. Obwohl, ist eigentlich leicht gewesen. Das heißt, wir mussten natürlich wieder zu CMS Greeley. Da waren wir ja schon mal, glaube ich, in einer kleinen optionalen Mission. Ja, relativ klein war da eigentlich. Und da mussten wir mal ganz kurz wieder rein. Ich meine, das kennt man ja, Backtracking. war, glaube ich, auch im ersten Teil vertreten und im zweiten Teil, glaube ich, jetzt mal nicht. Aber gut, ich bin jetzt einer der Menschen, die das jetzt nicht so sehr stört. Eigentlich fast gar nicht. Außer es gibt doofe Save Points, dann wäre es natürlich ärgerlich. Da habe ich den ganzen Trümmerteile. Vielleicht höre ich das nicht. Aber wäre lustig, das zu hören, dass man so ein paar kleine Schrammen am Schiff hört, wenn man durch diese Teile fliegt oder Trümmerteile. Wäre lustig. Aber wie gesagt, vielleicht höre ich das einfach nicht. So, da sind wir. Und ich liebe diese Allpassagen, weil ich finde das einfach nur geil von der Grafik. Es gefällt mir persönlich sehr groß, die ganzen Trümmerteile zu sehen. Hier das blaue Licht. Ich finde das einfach genial. Ist er das? Hey, Sie wollten einen Antrieb? Hier haben Sie einen. Wird gehen. Ist doch scheiße. Genau wie unser Plan. Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Ich habe alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparaturbucht bringen können. Ja. Das Ding werden wir später mitnehmen. Ja, ich habe wieder das Geräusch gehört, aber leider hatten wir ja keinen Bot. Oder vielleicht war er ja fertig, nur an der Werkbank konnte ich ja nicht durch die Panik. So, da sieht man wieder, ich wusste nicht, was ich machen soll. Irgendwas mit der Chinese. Ja, dann sah ich das. So Luken, die man öffnen muss. Und die ganzen Plattformen. Ja, und nebenbei wird man angegriffen. Nämlich da, da sind diese Nekrohunde, nenne ich die mal. Und die hatten es in sich. Und die machen auch ganz guten Schaden, finde ich. Gleich wird was passieren, was mich sehr gewundert hat. Ist mir nämlich in der ganzen Hektik nicht aufgefallen. Aber gleich wird ihr jetzt sehen. So, das heißt, eben schon die nächsten Luken öffnen. Und dann dachte ich mir mal, mach's mal. Und nebenbei wird's wieder angegriffen. Da, da ist es. Da läuft er weg. Und ich muss sagen, das stört ja jetzt überhaupt nicht, weil du willst ja in Ruhe arbeiten und dann kommt einer dieser Hunde. So, da der nächste. So, und dann fiel es mir auf. Ich kann nie nachladen. Ich habe keine Muni mehr gehabt. Ja, ich mir super. Ich glaube, das erste Mal. Hier jetzt in der Space 3. Schaffen Sie alles weitere allein? Ja, Clark. Ich bin kein Idiot. Und lassen Sie die Einspritzer fest einrasten. Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen. Arschloch. Ich fand das jetzt so geil. Okay, Leute, ich hab den Antrieb. Ist alles bereit? Naja, nicht ganz. Wir werden wie Lilliputaner im Zirkus hin und her gestoßen, wenn wir versuchen, ohne Kurs durch die Atmosphäre zu navigieren. Und wenn wir die Flugschreiber aus diesen verlassenen Schiffen nutzen? Ja, stimmt. Wir könnten eine der Routen rekonstruieren, die Sie genutzt haben. Ich suche außerhalb der Roanoke. Halten Sie Ausschau nach kleinen Satelliten mit 4 abstehenden Solarmodulen. Satelliten mit Solarmodulen. Alles klar. Ja, das heißt, die Route müssen wir also auch noch planen bzw. Pläne holen. Denn wir wissen, es sind überall Trümmerteile. Ich denke mal, mit einer Route geht es vielleicht am besten. Oder vielleicht braucht das Gerät allgemein so eine kleine Navigationsroute. Kennt man ja in solchen Science-Fiction-Filmen und Serien aller Arten. Und das dachte ich mir aber, machen wir natürlich in der nächsten Folge. Und genießen einfach noch die kleinen Ausblick. Wie gesagt, es tut mir leid, dass die Technik versagt hat. Ich muss es leider jetzt nachkommentieren. Seid mir nicht böse. Und ich würde einfach sagen, sehen wir uns natürlich dann in der nächsten Folge. Also Leute, bis dahin.